Das wäre hier oben. Zauberstabgriff. Okay. Gut, das würde ich aber später machen. Reisen wir mal hier hin. Jetzt mache ich mal kurz ein wenig das nacheinander abarbeiten. Und erkunden können wir noch ein wenig später. Wo ist jetzt Mrs. Brottle? Ich würde mal ungefähr sagen, dort wo... ja, da war ein Schloss. Alohomora. Ja, hier. Gut. Ja, dann rauben wir die. Sag ich nicht nein. Dann waren es noch 7. Ach stimmt, ja, da waren wir ja. Da hat ja Dings schon gesagt. Das war nur so Butterbier. So, noch anschauen. Ein Gemälde haben wir jetzt, okay. Dann haben wir hier noch Gebäude. Ja. Hallo Humor. Schön, wenn man jetzt da so vieles öffnen kann. Ja. Hab's ja gesehen. Ja, schön für dich, dass die teuer sind. Interessiert mich herzlich wenig. Ah, kannst du nicht rennen? Doch. So, wieder eine Uniform. Rebellion. Ne, nichts mehr. So, Sprottle. Genau, die war hier beim Felde. Schön, Sie wiederzusehen, Mrs. Sprottle. Sirona Ryan bat mich, Sie zu besuchen. Oh, die liebe Sirona. Sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich Sie kenne. Sie dachte, Sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für Ihren Megapower-Trank. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Horklumpe für mich gesammelt. Seit der Stab ist mein Vorrat geschrumpft. Mein herzliches Beileid, Mrs. Sprottle. Oh, danke, mein Aiden. Ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Wenn Sie einige Horklumpe für mich sammeln könnten, würde ich Sie gern für Ihre Zeit entschädigen. Das sage ich nicht nein. Ich habe tatsächlich ein paar bei mir. Ja, siehst du? Oh, danke, wie wunderbar. Es wird die reisenden Händler freuen, dass sie ihren Mega-Power-Trank auffüllen können. Sirona meinte auch, dass Mr. Sprottle ihr eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, bevor er krank wurde. Das stimmt. Ich hatte es fast vergessen. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei einem oder zwei Butterbier ansehen. Die beiden waren immer wie zwei Bowtruckles auf einem Ast. Aiden wurde krank, als er auf dem Weg zu ihr Horklumpe sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren. Die Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes. Dort können sie Horklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. Ja, dann. Wie war Sirona in meinem Alter? Sirona sagte, dass sie in den Sommerferien immer bei ihm gewohnt hat, als sie noch in Hogwarts war. Wie war sie so? Oh, du meine Güte. Nun, sie war fast genauso wie heute. Charmant, mit dem Herzen am rechten Fleck, hat sich um alle gekümmert. Oh, wie viel Spaß wir hatten, wenn sie und ihre Freunde uns besucht haben, wie sie herumschwirrten und sich im Zaubern übten.
talentierte Truppe. Ihre Freundin Mirabelle war ein Genie im Garten. Hat das alles von ihren Muggeleltern gelernt. Ist das zu fassen? Oh. Ja, dann. Was war in der Schachtel mit Briefen? Erinnern Sie sich zufällig, was für Briefe in der Schachtel waren? Oh ja, natürlich. Ein paar Briefe von ihren Schulfreunden. Schöne Erinnerungen. Es war sogar ein Brief von Sirona dabei, aus der Zeit, als sie bei uns wohnte. Ich dachte, sie würde ihn gerne lesen. Wenn ich Briefe aus meiner Jugend lese, staune ich immer wieder, wie sehr ich mich verändert habe und doch dieselbe bin. Ja, dann. Danke, Mrs. Brodel. Danke, Mrs. Brodel. Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Die reisenden Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn Sie die Horklumpe sammeln könnten. Die habe ich abgegeben, Madame. Und zwar von meinem eigenen. Also, jetzt. Bevor wir da Höhle machen, müssen wir Hogwarts, geheime Räume und den Raum der Wünsche, weil wir brauchen wirklich diese Mega-Power-Tränke. Ah, und dann geht's mal sogar gratis. So. Da haben wir noch ein wenig Endzauber. So. So. Dann noch hier unten schauen. Ich müsste den und untersuchen. Den machen wir mit dem. So. So, noch ein Dünger. Dünger. So. Okay. Interessant. Gut, dann wieder nach oben. Dann wird man dich loben. Bam, 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 bam. Ja. So. Ja, bam, 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 bam. Muss ich da noch so ein klein wenig warten, bis der wieder, dass wir das relativ im gleichen Atemzug hinkriegen. So. Ja, ja. Jetzt mache ich einfach alle Mega-Power-Tränke und dann passt das. Kochen die uns Trank um Trank um Trank. So.
keine Ahnung, wie viele wir herstellen können, aber wir brauchen viele. Noch etwa 17, ne? Also plus minus 8, 9 Mal. 17 wäre 8,5 Mal. 1, 9. So. Ja, das kann jetzt kurzen Moment gehen. Aber was macht man nicht, um zu überleben? Weil kaufen ist die schlechtere Option. Und es geht halbwegs schnell. Wenn man die drei Stationen hat, natürlich noch deutlich schneller. Mir gefällt wirklich das Design der roten Version sehr, sehr gut. So. Ja, vielen Dank, Dick. Der muss jetzt richtig, richtig heizen. Aber magisches Feuer dürfte wahrscheinlich ziemlich, ja, eintönig sein. Also immer optimale Temperatur. Immer gleichmäßig. So. So. F. Ich kriege so schnell, ich kann nicht mal lesen. Ja, aber es dürfen nicht mehr allzu viele sein. Wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, noch 4, also das heißt jetzt noch einmal und dann sind wir schon durch. Dann nimmt es mich wirklich wunder, wie viel wir dann. Sagen wir so, ich habe so viel gemacht, dass ich sie nicht mehr tragen kann. Gut, wegen Kniesel und der ganzen Geschichte. 3 von 4 Arten. Okay. Ach, und stimmt, von den... ist das leer? Nein, die müssen einfach selbst dorthin, ne? Naja. Dann gehe ich hier raus. Ich finde den Übergang sehr interessant. Dinger, genau. Und wir wollten noch die Springtöpfe beschwören, ne? Und zwar Zaubertränke, den 3 haben wir noch nicht. So. Und bam. Zurück, zurück. Dann bitte noch den Ender. Vielleicht wäre es sinnvoll. Nein. So. Mein lieber Gesangsverein. Gut. Dann den wieder raus. Weil sonst macht es mich kirre, wenn da alles so anleuchtet. Ja, das darf ruhig so sein. Ich finde, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauten Tränke sein. Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an?
Nee. Vielleicht ein das anderes war ja Mal. Da mit der Tageszeit so ein wenig gespielt. Okay, hier haben wir der Mann hinter den Monden, genau. Weltkarte. Das war. Mhm, das haben wir gemacht. Das war ja die Merlin-Ruine. Ach, und die Inventarplätze hätte ich schauen können. Stimmt. Aber wir haben im Dorf ja einen Händler, da könnte ich es auch noch gerade verkaufen. Und dann gehen wir doch gerade das zu dem. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Eher wie aus Harry Potter. Aber Hogsfield ist jetzt sicherer. Und dafür danke ich vielmals. Jo, nicht zu danken. So. Ja gut. Ich kann nicht glauben, dass Bardolf sich den Erschwinderin angeschlossen hat. Gott wird er sicher nicht. Ich danke für Ihren Besuch. Besseres? Nö. Ja, kein Wunder, mache ich keinen Schaden. Bin ich immer alles. So, nein. Jetzt einfach noch das Richtige machen. Genau, F, wieder raus. F, raus. F, raus. So, dann passt es mir wieder. Oh. Sieht nice aus. Ich hätte den noch gern in einer anderen Farbe. Dann würde mir das eigentlich sehr gut gefallen. Der war ja nicht so meins. Der auch in einer anderen Farbe noch. Nehmen wir bis dato dann wieder den. Sammlungen, Ausrüstungen, Herausforderungen. Da haben wir wieder was fertig. Besiegt berüchtigte Gegner. Okay. Scotland Yard. Echt jetzt? Ach du meine Güte. Gut. Sammlungen. Ah, das nervt mich halt dann doch mit der Zeit, wenn es da einfach blinkt. Jetzt war ich blind. Ah, jetzt habe ich es da gerade noch gesehen. Na? Also eigentlich wäre es gut, wenn man einfach einmal kurz rein oder rechtsklick als... Nein, rechtsklick geht nicht. Sozusagen dann wie als gelesen markieren kann. Das wäre eigentlich noch nice, die Funktion. Okay, das sind die Sondersachen. Wo habe ich jetzt wieder einen übersehen? Hier, Scotland Yard. Hier sind noch die... War doch gerade neben dem Stuhl. Ja, das Bild von der einen Station und dann haben wir alles. Perfekt. So. Seid
Also, hier haben wir noch eine Truhe. Also, wenn... Die habe ich nicht geholt. Zauberstabgriff. Wunderbar. Dann gehen wir und schauen, wo Sironas Truhe ist. Oder Schatulle, besser gesagt. Ja, also jetzt geht's wieder wirklich fließend. Sagte ich und es ruckelt. Aber es ist ohne RTX deutlich besser. Deutlich besser. Wow. Also Straßenköter 0, Marvin 1. Wo gehe ich eigentlich hin? Ich muss ein wenig außen rum, ne? Sonst komme ich nicht hoch. Aber die Richtung war nicht verkehrt. Aschwindel-Ei. Aber ich fand es interessant, dass wir einfach ein Schloss auf dem... Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Das war doch das Rätsel von Merlin. Also ein kleines Schlösschen. War es doch nicht. Gab ja auch so einen Merlin-Rätsel in der Nähe von einem kleinen Schlösschen. So, jetzt hast du dich wieder gefangen. Also ohne RTX geht es bei mir wirklich deutlich besser. Nicht perfekt. Aber deutlich. Oh nein, Merlin-Rätsel noch gratis dazu. So. Rebellion. So. Confringo. Und dann 2, 3, 4 und 5. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Yep. Ja, so weite Kamerafahrt und das mag er immer noch nicht. Ich lasse mich jetzt nicht von den Ballonen ablenken. So, Framerate fangen bitte. So, jetzt ist er wieder da. Aschwindereier. So. Du lass dich nicht ablenken. Aschwindereier. Naja. Also gehen wir. Da haben wir noch zwei Feinde vor uns. So. Du bist die Plage, die Treadwell befreit hat. Lieber Marvin, wenn du spielst, es gibt so eine Funktion, die heißt Protego, die beschützt dich bei gelben Angriffen. Nutze die. So. Also, nochmals von vorn, also was heißt nochmals von vorne und richtig machen. Und jetzt sind sie einfach weg.
Das muss die Höhle sein, die Mrs. Sprottle erwähnt hat. Wie langweilig. Ach, jetzt sind sie unten. Nah. Sei auf der starken Seite und du kannst nichts falsch machen. Nur wenn man den Verstand hinter die Launen stellt, fallen würde. Ah, okay. Gut, dann gehen wir mal hier in die Höhle. Aber ich muss noch Sironas Briefe in der Höhle suchen. Vielleicht finde ich dort ja noch mehr Horklumpe. Horklumpe? Ich sollte mich umsehen. Nach den Horklumpen und der Schachtel mit den Briefen. Wunderbar. Nur noch ein paar Horklumpe zu ernten. Fischi. Fischjagd. So. So, Horklumpe. Oh. Okay. Ich sag dazu nichts, aber so wirklich absolut gar nichts. Meine Güte. Also, neuer Versuch. Vielleicht. Wunderbar. Nur noch ein paar Horklumpe zu ernten. So. Wenn man auch richtig springt, soll das ja auch funktionieren, ne? Und ich wette, es kommen Spinnen. Fast geschafft. Noch ein Horklump übrig. Noch einer? Ich muss diesen Troll entweder bekämpfen oder ihn umgehen. Boah. Oh. Arresto Moment Stipendium. Ah, Mist. Nein! Jetzt. Come on. Ich will hier raus. Nein. Okay.
Oh, Mist. Nein, nein. Oh. Von den. Oho. Yes. So. Die uralte Magie. Das sind vorerst alle Horrorklumpe. Mrs. Brottle wird sich freuen.